Ja, 18 Uhr, willkommen zum heutigen Webinar. MT4 Helpdesk Fragen und Antworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass ja, so viele zahlreiche Teilnehmer heute Abend da sind. Das Webinar ist für Sie heute Abend, das wissen viele bereits. Das heißt, Sie haben heute die Möglichkeit, Fragen zum MetaTrader zu stellen. Und ja, ich werde natürlich versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten habe ich natürlich auch ein paar Themen vorbereitet. Und ja, dann werden wir das dann zusammen jetzt durchgehen. Wie Sie von uns bereits kennen, kommt jetzt erstmal der Risikohinweis. Dann einmal bitte durchlesen. Natürlich auch für die Aufzeichnung später wichtig. Und dann werden wir dann weitermachen. Gut, dann schalte ich jetzt einmal auf die Webseite. Sie sehen ja, wir haben die Webseite schon ein bisschen erneuert vom Design her. Ich hoffe, das gefällt Ihnen. Und ansonsten haben Sie jetzt, sehen Sie auch hier bereits MT4 Plus. Das ist unsere Zusatzsoftware für MetaTrader, hat jetzt einen neuen Namen bekommen. Die Teilnehmer oder die Kunden, die jetzt schon bereits die letzten Webinare mitgemacht haben, die kennen diese Zusatzsoftware natürlich unter entweder FX Flat Pro oder FX Blue. Und mit dem neuen Namen sind jetzt auch neue Funktionen dazugekommen, beziehungsweise auch Indikatoren. Und diese Indikatoren möchte ich Ihnen heute Abend auch kurz zeigen. Wenn Sie jetzt die letzten 1,5 Wochen nicht den MT4 Plus installiert haben, dann bitte einmal hier herunterladen bei uns auf der Webseite und installieren. Sie brauchen einfach nur drüber installieren, nichts deinstallieren, nicht notwendig. Wie immer vorher MT4 schließen, am besten für alle Fälle immer ein Sicherheits-Backup machen. Heißt von den Templates und Profilen, die Sie erstellt haben, und dann einfach drüber installieren. Das ist, dauert nur ein paar Sekunden. Dann haben Sie auch die neuen Funktionen drin. Für die Teilnehmer heute Abend, die den MT4 Plus noch nicht haben für das Live-Konto, können sich gerne bei uns hier im Service sich melden und dann Näheres dazu erfahren. Für alle Demo-Konten ist das Paket freigeschaltet, so dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, erstmal ausgiebig zu testen. Genau. Die neuen Indikatoren, die sind jetzt noch nicht hier aufgelistet. Die Webseite wird aber noch aktualisiert. Aber nichtsdestotrotz werden wir das heute schon mal besprechen. Das ist die eine Sache und die zweite Sache ist, Sie haben das auch schon per Newsletter erfahren. Wir bieten jetzt auch den Bund Future als CFD an, beziehungsweise als POTS CFD. Und dazu finden Sie hier in den Kontraktinfos und Eurobund finden Sie entsprechend die Informationen dazu. Ja, wie sich das auch mit dem Kontraktwechsel verhält und die Fälligkeitstermine, da können Sie hier alles entsprechend entnehmen. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann natürlich gerne hier im Webinar, ansonsten bei uns einfach sich melden. Okay? Gut, dann wechseln wir auch zu dem MetaTrader. So. Und ich sehe auch schon die erste Frage. Das ist gut. So, den Namen lasse ich erstmal weg.
Ich denke mal, außer jemand möchte natürlich namentlich genannt werden. Und zwar lautet die Frage, wie kann man EMAs, zum Beispiel EMA 50, in den Chart bekommen? Gut, dann machen wir das mal. Ich mache hier den Chart mal ein bisschen offen. Sie haben die Möglichkeit, über diese Funktion hier in der Werkzeugleiste Indikatorliste entsprechend den Indikator hinzufügen. Den finden Sie unter Tendenz und Moving Average, auf Deutsch eben gleitender Durchschnitt. Und das ist eigentlich eine gute Frage, weil wir haben auch schon Kunden gehabt, die explizit nach dem EMA gesucht haben. Es gibt halt auch Plattformen, die da eben direkt unterscheiden und die verschiedene gleitenden Durchschnitte auch einzeln anbieten. Bei dem MetaTrader ist das so, dass das alles hier integriert ist und Sie entsprechend hier bei Moving Average Methode eben die Methode auswählen, das heißt letztendlich die Berechnung, ja, die dahinter steckt. Und EMA würde entsprechend exponentiell anwenden auf, können Sie auf Close lassen, also Schlusskurse. Vielleicht mache ich hier erstmal hier eine andere Farbe, um das besser sichtbar zu machen. Und ja, zufällig habe ich jetzt hier auch schon 50er Periode drin. Und dann, achso, vielleicht noch eine Sache. Ich habe ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass Sie auch die Möglichkeit haben, mit dem MetaTrader Indikatoren nur für bestimmte Zeiteinheiten sichtbar zu machen. Und das finden Sie unter Visualisierung. Standardmäßig ist es so, dass natürlich der Indikator auf allen Zeitebenen angezeigt wird. Aber ich habe da ja mehrere Beispiele schon gemacht. Wenn Sie zum Beispiel den 50er EMA nur für, ja, sagen wir mal, bis eine Stunde brauchen, ja, dann können Sie das entsprechend hier auswählen und alle Zeitebenen darüber werden den Indikator eben nicht mehr anzeigen. Ich werde das jetzt hinzufügen. So, wir befinden uns jetzt hier im 15-Minuten-Chart und wenn ich das entsprechend jetzt ja, bis H1 umschalte, dann ist der Indikator weiterhin sichtbar. Schalte ich jetzt zum Beispiel auf den Tageschart, ist er dann weg. In welchen Situationen hat das einen Sinn? Ich sag mal, für diejenigen, die vielleicht einen kleinen Monitor haben oder nur einen Chart benutzen möchten, aber trotzdem mehrere Zeitebenen für ihre technische Analyse hinzuziehen, können das entsprechend dann so auswählen, dass sie ja, bestimmte Indikatoren dann eben für diese Zeitebene anzeigen lassen, ja? Ansonsten standardmäßig wird es so sein, dass alle Zeitrahmen angeklickt ist. Okay? Was auch gerne gefragt wird in dem Zusammenhang mit EMAs, das können wir ja gerne auch nochmal kurz wiederholen, aber ich denke, dann haben wir das auch wirklich schon ausführlich besprochen. Und zwar wird immer gefragt oder oft gefragt, wie auch hier zum Beispiel auf den RSI eine EMA angelegt wird oder werden kann. Ich werde auch hier mal die Farbe ändern, um einfach besser sichtbar zu machen. Und Sie können das machen, indem Sie dann entsprechend hier unter Tendenz die Moving Average hier reinziehen. Dann stellen Sie natürlich so ein, wie Sie das haben möchten, auch genauso wie oben auch. Nur anwenden auf, muss entsprechend hier geändert werden auf First Indicators Data. Und dann wird auch der RSI für die Berechnung genommen und nicht die Price Action hier oben, so dass tatsächlich dann hier die RSI, wobei die Price Action natürlich auch hier enthalten ist aufgrund des RSIs. Aber diese EMA bezieht sich dann tatsächlich hier auf den RSI.
Und das können Sie natürlich auch mit anderen Indikatoren machen, wie Momentum und ATR und so weiter. Ja? Ist die Frage damit beantwortet? Ich hoffe doch, ne? So, dann die zweite Frage. Ist der CFD-Markt genauso ausführlich wie bei CapTrader? Ich verstehe die Frage so, dass Sie jetzt die ja, Produktvielfalt meinen. Also wir haben hier bieten wir CFDs natürlich auf die Indizes an, Rohstoffe. Ich kann gerne mal hier die Gruppe mal auflisten. Ja, Sie haben hier natürlich hier die Gold und Silber, selbstverständlich auch als Mini. Dann haben Sie hier die wichtigsten Indizes drin als CFDs. Ja. Und was natürlich ein Pro-Argument auch für unser MetaTrader ist, sind die Aktien-CFDs, die wir anbieten, also die DE30 Aktienwerte und Dow Jones 30 Aktienwerte mit den ja, sehr guten Konditionen, wie ich finde, bedeutet, Sie bezahlen nur einmalig beim Kauf entsprechend die Kondition für die DE30 Werte zum Beispiel 0,09% auf das Handelsvolumen und gerne schalte ich nochmal hier auf die Webseite. Und Sie haben keine Mindestkommission. Ja? Das können Sie auch hier. Und zwar unter Konditionen können Sie das einsehen. Aktien-CFDs-Konditionen. Und dann finden Sie hier unter Konto.de entsprechend unsere Konditionen für DE30 und Dow Jones 30 Wert. Ja? Natürlich haben Sie dann mit CapTrader ja, mehr Auswahl zum Handeln. Gut, noch weitere Fragen? Ansonsten fange ich mit den Indikatoren an, die wir jetzt neu dazu haben. Und natürlich können Sie jederzeit dazwischen Ihre Fragen stellen. Sie sehen hier unten bereits ja, diesen kleinen Block, ne, überall hier verteilt. Ich hatte diesen Indikator schon vorgestellt, aber gerne dann nochmal ganz kurz. Und zwar ist, na, das war jetzt falsch. Dieser Indikator nennt sich Chart Group. Den finden Sie hier. Den habe ich jetzt schon hinzugefügt. Und mit diesem Indikator können Sie alle Charts, die Sie offen haben, gleichzeitig entsprechend ändern. Wenn Sie zum Beispiel ja, den Chart jetzt Cable jetzt hier reinziehen würden, dann würden sich die alle Charts, die natürlich dieselbe Bezeichnung haben. Ich habe es jetzt in dem Fall EU gemacht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch DAX hier machen und DAX hier. So, und wenn ich jetzt den DAX jetzt hier reinziehen würde, der müsste jetzt hier unten sein, genau. Dann haben Sie gesehen, hat sich das mit verändert. Und so können Sie dann entsprechend auch mehrere Gruppen machen und ja, die Charts dann gleichzeitig oder mehrere Charts gleichzeitig verändern. Das kann man so mit dem MetaTrader ja nicht und man kennt ja von anderen Plattformen, dass man ja, die Watchliste dann hier hat und dann klickt man drauf und dann verändert sich der Chart dann automatisch. Das ist mit dem Meta, also nicht aus dieser Liste heraus, sondern man kann eine eigene Liste erstellen und könnte man auch eben diese verlinkten Charts erzeugen. Braucht man aber ein bisschen Programmierkenntnis, ein bisschen Anführungsstrichen. Ist auch machbar, aber für diejenigen, die entsprechend keine Programmierkenntnisse haben, finden wir, ist das die eleganteste Lösung. So haben Sie dann
können Sie einfach hier rüberziehen. Und Sie haben gesehen, hier unten hat sich dann mit verändert. Ja, das wurde doch sehr oft nachgefragt bei uns und wir können das jetzt für Sie entsprechend auch anbieten. Gut, dann, ich wiederhole jetzt ganz kurz die Indikatoren, die ich letztes Mal in dem letzten Webinar, ich glaube, das war auch für, das Webinar war für MT4 Plus, ist auch online, wenn Sie da nochmal reinschauen möchten. Den hatte ich auch schon angezeigt und zwar hier Freehand Drawing. Mit dem Indikator können Sie entsprechend in den Chart reinzeichnen. Ja, vielleicht wollen Sie ja auch über TeamViewer zum Beispiel oder auch hier GoToMeeting, GoToWebinar, irgendeinen Bekannten oder Freunde was zeigen schnell am Chart und wollen einzeichnen. Dann können Sie das dann direkt hier mit dem Indikator machen. Ja, vielleicht noch ganz kurz hier die Optionen. Können Sie sich ja in Ruhe durchlesen. Also bei dem Indikator ist das eigentlich sehr selbsterklärend. Key for Drawing, das heißt, Sie drücken die D-Taste und bewegen entsprechend dazu die Maus und dann wird in den Chart reingezeichnet. Das machen wir jetzt gleich. Und hier finden Sie noch entsprechend die Abkürzungen oder beziehungsweise die Optionen für andere Farben und wie Sie auch die Zeichnung wieder entfernen können. Hier können Sie natürlich auch die Farben selbst definieren. Also sehr selbsterklärend, wie ich finde. Das machen wir jetzt auch ganz kurz. So, ich drücke die D-Taste und gehe einfach mit der Maus entsprechend, ja. Und so können Sie dann entsprechend ja, Ihre technische Analyse machen, wenn Sie da dazu, wenn Sie das gerne machen möchten, aber nicht hier mit den Werkzeugen arbeiten möchten, sondern wirklich ganz schnell was einzeichnen wollen, dann können Sie denn diesen Indikator benutzen. Okay? So, mit X entferne ich alles und dann ist der Chart auch wieder sauber. Gut. Dann werden wir dann weitermachen mit den neuen Indikatoren, die jetzt mit dem neuen Paket da noch dazugekommen sind. Und Sie finden hier die Indikatoren bereits mit FX Flat vor dem Namen. Dann wissen Sie auch, dass das auch zum MT4 Plus Paket dazugehört. Ja. Und wir fangen hier ganz oben mit Candle Countdown an. Ziehe ich hier rein. Auch hier finde ich, ist das auch selbsterklärend. Wie gesagt, Sie können jederzeit dazu eine Frage stellen, wenn Sie da ja, Schwierigkeiten haben, das Ganze einzustellen. Label Position, das heißt, Sie können bestimmen, wo Sie das gerne platzieren möchten. Ich mache das jetzt hier links, einfach der Übersichtlichkeit halber. Und lasse vielleicht noch schwarz, damit Sie das besser erkennen können. Ja, und dann finden Sie jetzt hier, wo befinden wir uns im Stundenchart. Ich wechsle mal auf 5 Minuten. Dann wird entsprechend ja, die restliche Zeit für die aktuelle Kerze angezeigt. Und so wissen Sie auch, dass eben in 40 Sekunden diese M5-Kerze zu Ende ist. Ist sehr sinnvoll, wenn Sie auf ein bestimmtes Signal warten und Sie Ihr Entry, also Ihr Einstieg kommt eben dann mit dem neuen Signal. Dann können Sie dann ganz genau gucken, okay, in 20 Sekunden muss ich bereit sein und können dann entsprechend reagieren und verpassen eventuell Ihren Einstieg nicht. Natürlich je nach Strategie, ne? Wenn Sie da sehr kurzfristig sind oder unbedingt auch den Eröffnungskurs der nächsten Kerze erwischen müssen. So wie jetzt zum Beispiel. Ne? Und dann geht es auch so weiter. Okay? Also wie gesagt, Sie können die Platzierung bestimmen, natürlich die Farbe und Sie können bestimmen, ob er die lokale Uhrzeit nehmen soll, das heißt von Ihrem Rechner.
oder aber vom Server. Da ist es aber dann so, dass das entsprechend pro Tick die Uhr ja entsprechend läuft. Das bedeutet, wenn kein Tick reinkommt, dann bleibt die Uhr auch kurzzeitig stehen. Aber hier bekommen wir auch jetzt die ganze Zeit einen Tick rein, so dass die Uhr auch weiterläuft. Müssen Sie selbst entscheiden. Gut. Okay, ich denke, dazu gibt es keine Fragen, ist selbsterklärend. Dann ist eine Frage reingekommen. Ja, schönen guten Abend auch. Und werden Sie auch auf solche Themen eingehen wie EA-Testen mit Backtesting? Also gerne kann ich für das nächste Webinar entsprechend das Thema vorbereiten. Ich habe jetzt kein EA jetzt hier installiert, so dass wir das Ganze mal laufen lassen könnten. Grundsätzlich ist es so, dass Sie den Strategietester hier oben finden. Der sieht dann hier so aus. Sie laden natürlich hier Programme hier rein, also Sie wählen aus. Das finden Sie ja hier unter Experten, ja. Und dann das entsprechende Symbol, was Sie gerne benutzen möchten für den Test. Das belassen Sie dabei. Periode, also die Zeitebene, die Sie testen möchten, das stellen Sie hier ein. Und selbstverständlich dann den Zeitraum für den Backtest und visueller Modus. Sie werden am Ende, werden Sie natürlich eine Zusammenfassung kriegen. Sieht dann ganz normal aus, wie auch ähnlich oder ähnlich wie ein Kontoauszug, wie da die Performance war. Und wenn Sie das Ganze aber auch im Chart verfolgen möchten, heißt, wenn Sie wirklich, wenn Sie bestimmte Signale kreieren und Sie wollen auch visuell das Ganze testen, können Sie visuelle Modus anklicken und hier bestimmen Sie auch die Geschwindigkeit, wie schnell das Ganze laufen soll. Wenn Sie einfach nur sehen möchten, was passiert, dann können Sie das auch natürlich ein bisschen schneller das Ganze machen oder eben langsamer, wenn Sie wirklich nachvollziehen oder ganz genau sehen möchten, was da passiert. Hier haben Sie noch die Möglichkeit, je nachdem, was Sie für ein EA haben, dann Ihre Einstellung vorzunehmen. Ja, ist auch ganz gut, weil dann können Sie hier einzelnen Variablen ändern und dann schnell nochmal einen Test machen, ob sich dann da entsprechend was verändert. Also es ist ganz hilfreich. Ja, und dann einfach, welches Konto benutzt werden soll, halt von Kapital her, welche Währung etc. Ob nur Long-Positionen eröffnet werden soll oder nur Short oder beides zusammen. Also das ist wirklich ja eine gute Methode, entsprechend sein EA zu testen. Wie gesagt, ich versuche bis zum nächsten Mal ein EA zu kriegen. Und dann können wir mal so einen Backtest machen. Okay? Aber ich denke mal, grundsätzlich, wie Sie daran gehen sollten, habe ich ja jetzt gezeigt. Okay. Weitere Fragen? Ansonsten mache ich weiter mit den Indikatoren. Was haben wir hier noch? Genau, Chartgruppe haben wir gemacht. Candle, Freehand, High und Low. Für mich ein ja, sehr gerne. Sie können auch mittlerweile auch Indikatoren auch so testen. Ja, ist auch möglich. Ja. So, dann zum High-Low-Indikator. Für mich ein sehr wichtiger Indikator, der mir eben ja, entweder
das heutige Hoch und Tief anzeigt oder das von gestern oder das Wochentief und Hoch. Also hier sind sehr viele Optionen möglich, ja. Sogar alle Zeitebenen können Sie einstellen. Also wenn Sie wirklich wenn Sie im 1-Minuten-Chart unterwegs sind und Sie brauchen das Hoch und Tief von der letzten Stundenkerze oder von der aktuellen Stundenkerze, können Sie auch das hier einstellen. Ansonsten, ich sag mal, klassisch benutzt man das Vortageshoch und Vortagestief oder aber entsprechend auch Wochenhoch und Wochentief. Das können Sie hier entsprechend einstellen. Und hier noch ganz wichtig, entweder für die aktuelle Kerze oder eben Previous Bar, also die Vorkerze. Das ist dann auch die Einstellung, die wohl auch die meisten benutzen. Und ja, hier können Sie dann die Farbe einstellen und die Linienart. Können Sie mal ganz in Ruhe hier die Einstellung durchgehen. Und vielleicht mache ich auch hier mal schwarz, damit Sie das auch besser erkennen. So, ich habe jetzt für den Tageschart und für die Vorkerze ausgewählt. Dann machen wir das und Sie sehen, das wird dann entsprechend hier angezeigt. So, ich befinde mich jetzt natürlich im 5-Minuten-Chart. Ja, Sie sehen, also Sie können das auch hier dann direkt vergleichen. Ja, vielleicht lasse ich noch hier die Trennung noch drin. Also das bezieht sich dann auf den Vortag oder von der letzten Kerze, in dem Fall Tageskerze. Und Sie sehen auch hier, dass hier das Low, das High tatsächlich auch angezeigt wird und entsprechend hier das Low. Ja, so. Und das kriegen Sie natürlich auf allen Zeiteinheiten angezeigt. Sie können den Indikator mehrmals hinzufügen. Bedeutet, wenn Sie auch das Wochenhoch und Tief haben möchten, können Sie den Indikator nochmal hinzufügen, entsprechend hier ändern und eventuell natürlich eine andere Farbe auswählen. Und ja, dann sehen Sie das hier. Das ist von letzter Woche entsprechend das Hoch gewesen und hier das Low. Und das können Sie natürlich dann intraday, ich mache das mal ein bisschen größer, Sie können das dann intraday für Ihr Trading natürlich benutzen, ja, je nach Strategie. Aber das sind meiner Meinung nach wichtige Informationen, die man haben sollte, da solche Levels durchaus entweder als Unterstützung oder Widerstand fungieren. Und je nachdem, welche Strategie man hat oder wie positioniert man ist, entsprechend das ja, eine Auswirkung haben könnte. Ja, für mich ein wirklich sehr sinnvoller Indikator. Gut, ich denke, dazu gibt es keine Fragen, ne? Dann haben wir noch hier Order History. Das füge ich hinzu. Und zwar werden die Trades angezeigt, die sich schon bereits abgeschlossen haben, aber auch offene Positionen, je nach Einstellung. Und Sie kriegen halt dort mehr Informationen angezeigt. Ich habe zum Beispiel, hatte ich hier einen Trade heute beendet, Euro, US-Dollar. Ich mache mal eine größere Zeiteinheit. So, da sind wir hier long gegangen. Ich glaube, im letzten Webinar war das. Und dann hatte ich vorhin die Position geschlossen. Und wie Sie sehen, wenn Sie, das wird hier angezeigt, ja, für das entsprechende Währungspaar. Und was Sie hier sehen, dieses Graue bedeutet, dass wir noch eine Position offen haben. Ja, Sie sehen das hier. USD Cut. Aber wenn es blau angezeigt ist, je nach Einstellung natürlich, dann ist das auch für das entsprechende Währungspaar, was Sie offen haben.
Und wenn Sie mit der Maus drauf halten, dann sehen Sie ja, kriegen Sie Informationen angezeigt. Ja, wie viele habe ich gekauft, also Positionsgröße, wo habe ich geöffnet, welche Uhrzeit, Datum etc. Also wirklich sehr, sehr ausführlich. Wie viel habe ich gewonnen, verloren, ne, je nachdem. Ja, ein interessanter und informativer Indikator. Okay. Hier kommt eine Zwischenfrage. Wie kann man die Indikatoren wieder löschen? Ja, Sie können rechte Maustaste drücken, dann auf Indikatoren. Und dann haben Sie hier alle Indikatoren, die Sie hinzugefügt haben, aufgelistet. Dann wählen Sie den Indikator aus und drücken auf Löschen. Sie haben noch eine zweite Möglichkeit, und zwar Sie gehen auf den Indikator direkt mit der rechten Maustaste und dann auf Indikator löschen. Ja? Okay? Also das können Sie entsprechend dann, so können Sie entsprechend vorgehen. Gut, dann zum nächsten Indikator. Was? Pivot. Sehr, sehr oft nachgefragt, ist im MetaTrader standardmäßig nicht drin. Und man muss das dann entsprechend in der Community, MQL4 Community, sich den Indikator besorgen oder von woanders. Jetzt brauchen Sie nicht mehr lange suchen. Wir bieten den Indikator an. Und dieser Indikator ist wirklich sehr, ja, finde ich sehr gut, dass Sie auch die Möglichkeiten haben, andere Zeitebenen auch auszuwählen für die Berechnung der Pivotpunkte. Das heißt, nicht nur Tageschart, sondern auch Wochenchart und so weiter. Und Sie haben die Möglichkeit auch tatsächlich bis zu drei Bars für die Berechnung hinzuzunehmen. Das bedeutet, es gibt Strategien oder Ansätze, wo solche Berechnungen tatsächlich stattfinden. Heißt, man benutzt dann 3 Tage, um die Pivots zu berechnen oder auch eine ganze Woche. Also gibt es da verschiedene Ansätze. Zumindest haben Sie hier die Möglichkeit, für die Berechnung 3 Tage zu nehmen. Aber standardmäßig ist dann auch hier natürlich der eine Tag. Calculation, ja, das ist jetzt standardmäßig, was man für normale Pivots benutzt. Sie können dann entsprechend ändern, wenn Sie möchten. Ja, und dann hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Ich werde jetzt auch hier nochmal ganz kurz ein bisschen die Farben ändern, damit das besser sichtbar ist. Vielleicht zum nächsten Webinar einen schwarzen Hintergrund wählen. Dann können Sie mal entscheiden, ob das besser für Sie ist. Ja, ich füge mal einfach hinzu. So sieht das dann erstmal standardmäßig aus. Ja, Sie haben dann entsprechend hier die Pivot ja, Punkte oder Levels, heißt Support Levels, also Unterstützungen hier der Pivotpunkt und entsprechend Resistance, also Widerstände. Und Sie haben dann tatsächlich auch die Möglichkeit, das machen wir jetzt auch, auch den Preis anzeigen zu lassen, ja. Und zwar machen Sie das hier. Sie sehen auch hier zum Beispiel, welche Möglichkeiten Sie haben. Und das machen wir jetzt einmal. Wir geben jetzt Price dazu. So. Also da wählen wir auch mal eine andere Farbe. Und dann sehen Sie auch direkt, welches Preislevel das ist, falls Sie diese
zum Beispiel als Ziele nutzen wollen oder als Stop-Loss. Und sie geben gerade den Trade ein und müssen es schnell machen, dann können sie das direkt hier sehen und direkt eingeben. Dann müssen sie nicht erst mit der Maus rüber gehen und dann wird ja normalerweise dann auch der Preis angezeigt. So haben sie das direkt alles sichtbar. Ja, und ja, ich denke, zum Indikator selber, also Pivotpunkte wird natürlich sehr, sehr oft benutzt. Ich benutze es natürlich auch. Oder oft. Und das haben sie jetzt auch mit dem Zusatzpaket jetzt auch mit drin. Dazu eine Frage. Ja, ich denke auch, das ist wirklich selbsterklärend. Gut, dann haben wir hier noch einen Chart, Renko, Chart sage ich schon, Indikator Renko. Dazu schalten wir am besten natürlich auf Linienchart oder komplett alles weg, damit man auch die Renkos besser, die Renko-Bars auch besser sehen kann. Ich werde jetzt nicht, ja, ich werde Ihnen das jetzt ganz kurz zeigen, aber das ist schon sehr speziell. Also diejenigen, die das benutzen, die wissen das auch einzustellen. Ich werde das jetzt einfach mal so machen, damit Sie das mal gesehen haben. Ja, also Sie können hier einstellen, wie groß diese Bars sein sollen. Und wenn eben je nach Preisbewegung diese Zinnpips abgeschlossen sind, wird eben ein neuer, ja, eine neue Kerze oder ein neuer Bar dann angefangen und so geht es weiter. Ja, wie gesagt, diejenigen, die das benutzen, die wissen das auch einzustellen. So. Und man kann es natürlich schöner jetzt einstellen, aber so ungefähr sieht es dann letztendlich aus, ja? Okay. Das waren die neuen Indikatoren. Ich denke, alle selbsterklärend. Wenn Sie natürlich zu einzelnen Einstellungen, Fragen haben, wie immer können Sie sich sehr, sehr gerne bei uns melden, telefonisch, per E-Mail oder im Chat, für Sie 24 Stunden erreichbar. Ansonsten habe ich noch ein Thema für Sie vorbereitet. Da es ja doch manchmal zur Verwirrung kommt, und zwar, wenn man Limits im MetaTrader eingibt, bedeutet Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, wo da der Unterschied ist, ja. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal zeigen. Dazu machen wir vielleicht mal einen neuen Chart auf. Können ja gerne den Bund nehmen. So, und vielleicht in 5 Minuten, ja? Okay. Sie haben jetzt den Chart vor sich und haben eine Idee. Ja, Sie sagen, okay, heute Morgen hat er natürlich der Bund hier angefangen. Hier sind die Ticks reingekommen. Und jetzt sagen Sie, okay, hier war das Gap. Ich möchte dann gerne hier reingehen. Ja. Ob das jetzt sinnvoll ist und oder nicht, das besprechen wir jetzt nicht. Es geht tatsächlich nur um die Funktion. Dann würden Sie mit einem Sell Limit arbeiten. Okay. Ich kann das jetzt natürlich nicht mehr machen, weil der Preis jetzt hier weiter rüber gegangen ist, aber wir können das ja hier oben machen. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass das heutige Tageshoch tatsächlich auch das Tageshoch bleibt, beziehungsweise der Preis hier nicht weiter hochgeht. Okay? Und dann meine Idee in dem Fall, wenn der Preis hier nochmal hochkommt, dann möchte ich verkaufen. Da der aktuelle Preis sich unterhalb dieses Preislevels sich befindet, nutze ich dabei ein
Cell Limit. Okay. Hätte ich andersrum die Idee, hier einzusteigen, das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass der Preis jetzt von hier aus direkt hier runter geht und ich aber mit ausspringen möchte in diese Bewegung, dann setze ich ein Sell Stop. Und der MetaTrader erkennt natürlich auch den aktuellen Preis und zeigt das entsprechend auch richtig an. Bedeutet, möchte ich nochmal hier oben einsteigen, da mache ich hier rechte Maustaste und Sie sehen auch direkt, er zeigt ja, die richtige Funktion an, in dem Fall ein Sell Limit. Ja, und wenn ich hier einsteigen möchte in die Bewegung, dann zeigt er hier zunächst erstmal bei Limit, was auch richtig ist. Das ist ja natürlich das Gegenteil von da oben. Aber Sie haben hier im Hand unter Handel die Möglichkeit, dann ein Sell Stop auszuwählen. Ich habe eigentlich drauf geklickt. Okay, will ich jetzt nicht machen. Ich weiß auch warum. Dann wählen wir mal den Euro, ist ja jetzt auch egal. So. Also, angenommen, ich will jetzt hier runter, dann Handel, Sell Stop und dann entsprechend ist meine Order hier drin. Ja, also nur vollständigkeitshalber nochmal hier oben Sell Limit. Genau funktioniert auch umgekehrt. Wenn ich der Meinung bin, okay, hier unten wird sich ein Boden bilden und der Preis wird hier abprallen und nochmal hochgehen, dann setze ich hier ein Buy Limit und wenn ich sage, oh, ab hier wird der Euro aber steigen und ich möchte in die Bewegung rein, dann entsprechend ein Buy Stop. Okay, das können Sie direkt hier mit der rechten Maustaste im Chart machen, aber Sie können das auch natürlich im Orderfenster das Ganze einstellen und Sie wählen das unter Typ Pending Order und hier haben Sie dann die vier verschiedenen Methoden und Sie wählen natürlich das, was für Sie in dem Moment in Frage kommt. So, und dann können Sie auch direkt Stop Loss und Take Profit setzen. Und sollten Sie hier eine falsche Eingabe machen, das heißt, wenn die Preise so eingestellt sind, dass die Logik nicht mehr stimmt, ja, bedeutet, wenn Sie hier zum Preis entsprechend einen Preis ergeben haben, aber der Stop-Loss bei Sell Limit zum Beispiel, ne, der Stop-Loss ist aber unterhalb dieses Preises, dann wird MetaTrader Ihnen da einen Fehler anzeigen. Und dann wissen Sie schon mal, oh, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Und können dann die Preise nochmal überprüfen. Okay? Also der MetaTrader hilft da schon so gut er kann, dass sie da die richtige Pending Order setzen. Ja, ich denke, ich hoffe, dass es für Sie verständlich war. Das bedeutet, ach, jetzt könnten wir mal unseren Indikator tatsächlich mal benutzen. So, dann können Sie mal sehen, wie gut sich zeichnen kann. Angenommen, der Preis bewegt sich hier hoch. Und ich bin der Meinung, dass der Preis auch weiterhin hier hoch, ja, weiter steigt, ja. Aber ich möchte jetzt nicht hier einsteigen, sondern ich möchte billiger einsteigen. Die Markttechniker, wird das sicherlich bekannt vorkommen, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber ich sage, ich möchte hier einsteigen, ja. Oder hier, ne, wenn sich gestaffelt reingehen. Und der aktuelle Preis ist hier. Ja, der aktuelle Preis ist hier. Und Sie sind der Meinung, dass der Preis runterkommt, eventuell hier dreht und weiter steigt oder hier runter geht und weiter steigt oder hier, ja, und so weiter. Dann benutzen Sie jeweils hier ein Buy Limit. Okay? Weil das unterhalb des aktuellen Preises ist. Anders verhält es sich natürlich, das ist die Bewegung, okay,
So, jetzt warten Sie tatsächlich nochmal hier einen Rücksetzer ab, aber Sie sagen trotzdem, ja, diese Bewegung ist noch nicht eindeutig genug für mich. Ich möchte tatsächlich einsteigen, wenn er hier diesen Preis nochmal überquert. Wie gesagt, unabhängig jetzt davon, ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht. Oder ob das zu Ihrer Strategie passt oder nicht. Soll nur verständlich machen, welche Pending Order Sie wann einsetzen. Dann befindet sich der aktuelle Preis hier. Ja, und Sie wollen ja in die Bewegung mit einsteigen. Das heißt, Sie erwarten ja, dass der Preis oder was heißt erwarten? Aber wenn der Preis hier tatsächlich hochgeht, dann sagen Sie, okay, das ist für mich eine Bestätigung, ich bin bereit mit einzusteigen. Ja, dass er mich dann hier einholt oder abholt. Dann setzen Sie hier ein Buy Stop. Ja? So, und das Ganze natürlich auch für die Short-Variante. Werde ich jetzt aber nicht explizit nochmal aufzeichnen. Außer Sie wünschen das, aber ich denke, das sollte klar sein. Nur ganz kurz, dasselbe natürlich hier. Also hier, hier, hier. Na, der aktuelle Kurs ist hier. So, der Preis kommt hier hoch. Sie haben ein Sell Limit. Sell Limit, Sell Limit. Ja? Oder aber der Kurs geht tatsächlich hier runter, hier nochmal hoch. Und Sie wollen aber hier einsteigen, der Preis kommt runter, dann ein Sell Stop. Okay? So, ja. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne in den Chat zu allen Themen, die wir heute besprochen haben, oder aber was ganz anderes, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, das war für Sie alles verständlich, was ich hier so fabriziert und erklärt habe. Ansonsten, wenn Sie nochmal drüber nachdenken möchten und dann erst Ihre Frage stellen wollen, dann, wie gesagt, können Sie uns gerne kontaktieren. Ja, wenn Sie jetzt nichts weiteres haben, dann bedanke ich mich natürlich für die Teilnahme, für die aktive Teilnahme im Chat. Und natürlich, dass Sie am Webinar teilgenommen haben. Ich hoffe, das war ein informatives Webinar für Sie, dass es Ihnen gefallen hat. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und passen Sie auf Ihre Position auf und wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf Wiedersehen.